Hallo, sehr verehrte Hörspielfreunde, mein Name ist immer noch Felix und ich begrüße euch mal wieder ganz recht herzlich hier im Fragezeichen-Kanal. Heute wird es zum ersten Mal auf diesem Kanal ein wenig ordinär, denn ich habe ein ganz besonderes Thema vorbereitet. Etwas, das die Serie von vielen anderen Hörspielserien unterscheidet und was auch insgesamt ein überraschend langes Thema ist. Vorausgesetzt, man macht sich die Mühe, über 150 kleine Schnipsel aus der Serie zusammenzusuchen, diese zu analysieren, Korrelationen anzustellen und Hintergründe zu beleuchten. Und so wie ihr mich kennt, könnt ihr natürlich davon ausgehen, dass ich genau das getan habe. Und damit viel Spaß mit diesem Video, die schlimmsten Schimpfwörter bei den drei Fragezeichen. Erst einmal darf die Frage erlaubt sein, was definiert überhaupt ein Schimpf- oder Fluchwort? Ich würde sagen, dass es oft ein Ventil darstellt, um seinen Ärger Ausdruck zu verleihen. Denn auch wenn Eltern üblicherweise versuchen, schlimme Wörter von ihren Kindern fernzuhalten, haben die Kleinen schon ziemlich früh ein Bedürfnis, sich eben auch auf eine solche Art und Weise auszudrücken. Bestes Beispiel ist dabei mein eigener kleiner dreijähriger Sohn. Sein Wortschatz ist für sein Alter eigentlich ziemlich gut entwickelt. Allerdings hat er noch keine wirklichen Schimpfwörter aufgeschnappt. Dennoch packt auch ihn manchmal die Wut und so wirft er dann notgedrungen eben mit Adjektiven um sich. Deshalb kommen auch Kinderbücher und Hörspiele nicht gänzlich ohne Schimpfwörter aus, beschränken sich dabei aber üblicherweise auf, ich sage mal, mildere Kraftausdrücke. Ich erinnere mich, wie ich damals auch meine Mickey-Maus-Hefte nach verschiedenen Kraftausdrücken untersucht habe, jedoch konnte ich dabei kaum schlimmere Wörter finden als, ja, du Schuft oder sowas in der Richtung. Im Groben und Ganzen war das auch bei den drei Fragezeichen über viele Jahre kaum anders, bis sie dann aber so etwa Mitte der 90er Jahre klargestellt haben, dass sie eben auch eine ganz andere Sprache sprechen können. Los geht es erstmal relativ harmlos mit Folge 2 und der Phantomsee, in dem Rory die Jungs als Spinner bezeichnet. Pedro aus der Sonderfolge Brainwash setzt dann nochmal einen drauf und bezeichnet Justus als dicken Spinner. Es dauerte aber nicht lange, bis die drei auch selber mit Beleidigungen um sich warfen. Hier geht es los mit Folge 5 und der Fluch des Rubin, als Bob seinen Ärger über die kleine Lisa Luft macht und sie als blöde Kuh bezeichnet. Ja, und das, obwohl sie ja den drei Fragezeichen zuvor geholfen hatte, von Bob ganz angetan war und einfach nur etwas mehr über den Alltag von Detektiven erfahren wollte. Ich bin mich noch nie einem echten Detektiv begegnet und ich möchte ihn am liebsten 100 Sachen fragen. Ich musste ja unbedingt mit dieser blöden Kuh reden. Auch später in Folge 172 Eisenmann wurde eine Dame als blöde Kuh bezeichnet, diesmal von Peter und dieses Mal auch völlig zu Recht. So eine blöde Kuh, hinaus mit euch, als wären wir lästige Tauben. In Folge 6 und der sprechende Totenkopf wird Justus dann das erste Mal als Trottel beschimpft, was aber auch eher noch eine Beleidigung auf Mickey-Maus-Niveau darstellt. In den späteren Folgen wird er dann aber auch öfters mal persönlich angegangen, indem nämlich die Übeltäter seine füllige Figur mit ins Spiel bringen. Witzigerweise ist so im Laufe der Serie von gleich drei Sprecherinnen fast ein und derselbe Satz gesagt worden. In der Originalversion von Folge 33 und die bedrohte Ranch eine, warum auch immer, neue Sprecherin in der Neuauflage sowie die Sprecherin von Sylvie Ohms in Folge 64 Geisterstadt. Womit du durchaus recht hast, Dicker. Womit du durchaus recht hast, Dicker. Womit du durchaus recht hast, Fettsack. Na, na, na. Tja, und das ist nicht die einzige Episode, in der Justus als Fettsack bezeichnet wird. Du verdammter Fettsack. Das müssen wir uns ja wohl nicht anhören, was der Fettsack da erzählt. Ich warne dich, Fettsack. Du bist ein selbstgerechter Fettsack. Das geht dich gar nichts an, Fettsack. Quatsch, nicht so eine Scheiße, Fettsack. Du verfluchter Fettsack. Also. Du mieser Fettsack. Du mieser Fettsack. Dem Fettsack hier würde das nicht gut tun. Hey, was willst du mit der Puppe, Fettsack? Du ekliger, kleiner Fettsack! Ja? Deinen Freund, den Fettsack. Hm. Ich glaube, du blufst, Fettsack. Der Fettsack hat einen stärkeren Willen als das Serum. Und falls jemand den Fettsack aus Folge 86 nach den Angst vermisst hat, in diesem Fall war es so, dass nicht Justus, sondern der Museumsdirektor Peacock gemeint war. Nicht du! Du da, Fettsack! Professor Steed aus Folge 82, die Karten des Bösen, wird dann ebenso persönlich, erreicht aber mit seinem Satz definitiv die nächste Eskalationsstufe. Bist genau. Du immer geschnappt, du fettes Schwein! Was?
Erwähnenswert ist dabei auch, dass die Übeltäter es in manchen Situationen offenbar bevorzugen, eine etwas entschärftere Form des Fettsacks zu verwenden. So gibt es noch mehrere Beispiele für den Fettmops und es fiel auch schon mal das Wort Fettklops. Halt deinen dreckigen Rand, Fettmops! Irrtum, Fettmops. Wenn du es genau wissen willst, Fettmops. Also, halt deinen vorlauten Mund, Fettmops. Dieser Fettmops hier. Was? Du verrätst mir erstmal, wo sich mein Stoff befindet, Fettmops. Vorwärts. Du hast keine Ahnung, worauf du dich einlässt, Fettmops. Fettmops. So ein unverschämter Kerl. Du bist ein wahrer Blitzmerker, Fettmops. Halt die Luft an, Fettmops. Der Mops bzw. der Fettmops war aber natürlich bei weitem nicht der einzige Tiername, mit dem in der Serie um sich geworfen wurde. Es ist ja nun auch wirklich nichts Ungewöhnliches, solche Tiernamen als Schimpfwörter zu gebrauchen. Ich habe aber so fast das Gefühl, dass diese bei den drei Fragezeichen eben noch häufiger vorgekommen sind als in vielen anderen Serien und Sendungen und generell. Wie gesagt, den Mops hatten wir ja schon, auch das Schwein, darauf folgt die Sau, die Ratte, der Wurm, die Kuh, das Stinktier, die Ziege, die Zicke, die Schlange, der Esel, der Affe, der Ochse, der Hund, die Mistkröte und nicht zu vergessen, die blöde Gans. Ja, da kommt schon eine wirklich beachtliche Liste zusammen. Diese verfluchten Schweine! Ohne sich selbst zu gefährden! Dieses Schwein! Und dann... Und jetzt rück den Stein raus, du Schwein. Och, sie Schwein! Sie dreckiges, elendes Schwein! Nicht ich! Dieses Schwein! Dieses Schwein! Dieser Finn muss wirklich ein gewissenloses Schwein gewesen sein. Dieses kranke Schwein. Ich hatte genug damit zu tun, den Schweinehund überhaupt zu verstehen. Sie wollen nicht mehr alle. Ich hätte eine gesenkte Sau auf den Platz. Diese Ratte. Diese elende Ratte. Wir sehen uns noch, du Ratte. Komm raus, du Ratte. Oh Gott, ist diese Ratte. Jetzt kriegen wir dich, du Ratte. Stets weiter. Diese kleine Ratte, wer hätte das gedacht? Du packst es nicht, du Wurm. Mieses kleines Weichei. Wenn dieser maskierte Wurm denkt, dass wir aufgeben, dann hat er sich gehörig geschnitten. Weil diese dumme Kuh geglaubt hat, mich reinlegen zu können. Ihr habt das Stinktier erwischt? Nicht diesem Stinktier, Henry. Die dürre Ziege? Dann verteidige die tyrannische Ziege auch noch. Also diese Zicke, Mrs. Jones. Rothaarige Zicke. Die Schlange hat uns ausgetrickst. Nun halten Sie mal die Luft an, Sie alter Esel, es reicht. So ein aufgeblasener Esel. Lackaffe. Aber kam dieser Affe damit durch? Gatteraffe. Affe. Ach, jetzt geht der Ochse zur Schachzimmertür zurück. Dieser Hornochsen. Bis dieser Hund mich verraten und sein eigenes Ding durchgezogen hat. Mir hat einer von diesen Mistkröten was in den Auspuff gesteckt. Das wurde aber auch Zeit, du blöde Gans. Ja, auch bei den Tiernamen fand eine gewisse Entwicklung statt. Beschränkte man sich früher noch auf Wörter wie Esel, Ziege oder Kuh, erhielt das Schwein erst später Einzug in den Sprachgebrauch der drei Fragezeichen. Erst nachdem zunächst ein anderes schlimmes Wort gefallen war. Und damit kommen wir von den vergleichsweise harmlosen Tiernamen zu den deutlich derberen Wörtern und Beleidigungen. Angefangen mit dem Wort, welches ich vergeblich in allen Disney-Comics gesucht habe. Das Wort Scheiße. An dieses Wort hat man sich offenbar ganz langsam rangewagt, denn zunächst kam man erstmal über 15 Jahre lang gänzlich ohne Fäkalsprache aus, bis dann in Folge 69 später Rache zum ersten Mal die Rede vom Verscheißern war. Deutlicher wurde dann Mrs. Holligan in Folge 76 Stimmen aus dem Nichts, die zum ersten Mal das Wort Scheiße in den Mund genommen hat. Im Mund genommen. Soll ich das irgendwie so stehen lassen oder anders formulieren? Ich weiß nicht, dass das missverständlich klingt. Allerdings scheint es sich dabei, wie wir aus der jeweiligen Collector's Edition erfahren, um eine reine Interpretation der Sprecherin Katharina Brauren zu handeln, um doch noch zu einem Abschlusslacher zu kommen, nachdem der Fall eben so düster war. Scheiße, ich verliere mein Gebiss. War das im Drehbuch oder war es eine Panne? Ich glaube, das ist der Frau Brauren einfach passiert. Und es bot sich an, das drinnen zu lassen, weil es musste irgendwie noch ein Schlussgag gesetzt werden. Bis wir dann von Bob Andrews in Folge 80 Geheimakte UFO die Formulierung verdammte Scheiße zu hören bekommen, was dieses Mal auch genau so in der Buchvorlage vorkam. Ja, und auch generell kann man festhalten, dass in den Büchern bedeutend öfters geflucht wird. Alleine in Geheimakte UFO bzw. Geheimsache UFO, wie das Buch heißt, habe ich insgesamt 4-mal das Wort Scheiße gezählt, wobei es einmal sogar Justus über die Lippen gekommen ist, während in der Hörspielserie ausschließlich Bob und Peter auf solch eine Fäkalsprache zurückgreifen. Das einzige Mal, dass wir in der Hörspielserie etwas Vergleichbares finden, das Justus sagt, ist in Folge 131 Haus des Schreckens. Allerdings ein etwas, entschärfteres Wort. Entschuldigen Sie meine deutlichen Worte.
auf den Kopf gekackt hat. In der Buchserie setzen die bösen Wörter auch schon einige Zeit früher ein. Das Wort Klugscheißer kam schon im Buch von Gekaufte Spieler vor. Bei Gefahr im Verzug dann brüllte Peter, mach keinen Scheiß. Keine Bewegung, mach keinen Scheiß! Ja, und das ist wirklich interessant, da es sich bei diesen Büchern noch um die amerikanischen Buchvorlagen handelte. Gut möglich, dass nur aufgrund dieser beiden Bücher solche Wörter sich überhaupt nachhaltig in der Serie etablieren konnten und dass man ohne sie schärfere Richtlinien für die deutschen Autoren festgelegt hätte. Denn während es bei TKKG zum Beispiel noch vergleichsweise gesittet zuging, hat dir jemand ins Gehirn gekackt? Moment, nein. Ging es bei den drei Fragezeichen dann schon mit bedeutend deutlicheren Worten weiter. Sag mal, hat dir irgendjemand ins Gehirn geschissen? Wovon in aller Welt sprichst du? Sag mal, Peter. Also... Von diesen Klugscheißern unschuldig ins Gefängnis gebracht worden ist, Toria, in die Mitte der 90er. Und wenn du mich noch länger mit deinen Klugscheißereien auf die Folter spannst... Sehr wichtig, der Klugscheißer. Ich hab ganz schön Schiss. Du kriegst Schiss wegen der Toteninsel. Wegen Silvesters Erlebnissen tatsächlich Schiss gekriegt hast. Wenn du jetzt auch Angst hast, krieg ich richtig Schiss. Peter, der Schisser Shaw. Das habt ihr dem kleinen Schisser Peter Shaw zu verdanken. Nein. Halt die Klappe, Schisser. Hört jetzt auf! Peter, der Schisser Shaw und Mr. Langweilig. Das war Peter Shaw, garantiert. Dieser Schisser oder Schisser Shaw noch auf mich eindrischt. So ist es, Schisser Shaw. Oh, du verscheißerst mich, ha? Na, scheißert ihr wieder ein bisschen klug? Oh, ihr seid verdammte Scheißkerl. Jetzt stell das Scheißding aus. Das war wirklich eine unglaubliche Scheißidee von euch. Also, Scheiße, ich verliere meinen Imbiss. Verdammte Scheiße, der Film ist voll. Scheiße. Das UFO, Scheiße, Bob, fahr schneller. Quatsch, nicht so eine Scheiße, Fettsack. Scheiße. Bei den drei Fragezeichen ging es allerdings nicht nur um Fäkalien. Oh nein, auch andere Körperausscheidungen waren Gegenstand flotter Sprüche. Zum Kotzen. Detektive sind zum Kotzen. Ich könnte kotzen. So ein Kotzbrocken. Du Kotzbrocken. Dass wir diesem Kotzbrocken wieder nichts anhängen können. Das ist doch zum Kotzen. Auch das Gesäß wurde für einige derbe Sprüche missbraucht. Hier dauerte es immerhin bis Folge 86 nach den Angstbisswörter aus dieser Kategorie Einzug in die Welt der drei Fragezeichen erhielten. Setzen Sie Ihren fetten Arsch in Bewegung. Hey, setz dich mit deinem fetten Arsch nicht auf die Kutte. Du wirst dich jetzt auf deinen knochigen Arsch setzen. Ja, und was ich fast vergessen hätte, es gibt noch einige andere Wörter, die das Wort Arsch zumindest beinhalten. Und hier ist es auch wieder so wie bei dem Wort Scheiße bzw. Klugscheißer, dass es mit Folge 69 losgeht. Späte Rache. Verarsch mich doch nicht. Und haben mich gefragt, ob ich sie verarschen will. Wieso das denn? Also wenn ihr mich fragt, ist das die reine Verarsche. Verarschen kann ich mich allein. Wollen Sie uns verarschen? Verarschwursten! Versuchen Sie nicht, mich zu verarschen, Doktorchen! Aber er ist nicht der Einzige, der gearscht worden ist, Mann! Und ganz nebenbei bemerkt, wenn ihr diesen Kanal mit einem Abo unterstützen könntet, würde ich mal wieder jubilieren. Damit war aber die Spitze der Schimpfwörter noch nicht erreicht, denn zwei Folgen bieten tatsächlich noch ein Wort der schlimmeren Kategorie und stellen damit gleichzeitig auch eine Besonderheit dar. Wer die drei Fragezeichen gut kennt, weiß wahrscheinlich schon, um welches Wort es jetzt geht, was aber wohl nicht jeder weiß, also zumindest wusste ich das eigentlich bis vor kurzem auch noch nicht, ist, dass diese beiden Folgen, nämlich Folge 117, der finstere Rivale und der Superpapagei 2004, eben wegen genau dieses Schimpfwortes eine zensierte Neuauflage bekommen haben. Das heißt, wer sich diese Folgen erst in den letzten Jahren neu gekauft haben sollte, bei dem sollte dieses Wort bereits rausgeschnitten worden sein. Was mich allerdings persönlich etwas wundert, da die Folgen nämlich auf Spotify noch in der Originalversion verfügbar sind. Die zensierte Neuauflage liegt mir selber auch eben gar nicht vor und deswegen einfach mal die Frage an euch, ob die überhaupt jemand hat. Nun will ich aber endlich enthüllen, um welches Wort es geht. Skinny, du verfluchter Hurensohn. Du hattest das Geld die ganze Zeit und du hättest tatenlos zugesehen, wie dieser Irre mich fertig macht. Du verdammter Hurensohn. Du hast mich ja gebissen. Interessanterweise ist es aber auch hier wieder so, dass das Wort in Super Papagei 2004 wohl der Interpretation des Sprechers geschuldet zu sein scheint. Denn ich kann mir kaum vorstellen, dass im amerikanischen Original von 1964 die Bezeichnung Son of a Bitch vorkam. Und falls ihr euch dabei für meine Meinung interessiert, natürlich ist das Wort tatsächlich
tatsächlich etwas hart. Dennoch finde ich es eben nicht übertrieben, denn es passt eben wirklich zur jeweiligen Szene. Der dicke Mr. Claudius wird plötzlich gebissen und sagt das Wort dann eben einfach aus dem Affekt heraus. Während es bei Wagner in Folge 117 so ist, dass sich Skinny eben wirklich ausgesprochen hinterhältig verhalten hat. Ja, und so war dann dieses Wort in einer Folge, in der sowieso schon sehr viel geflucht wurde, eben die logische Steigerung. Aber zugegeben, wenn ich in diesen Folgen als Produzent verantwortlich gewesen wäre, dann hätte ich aber eben auch schon so meine Bedenken gehabt, da es sich bei den drei Fragezeichen ja immer noch um eine Jugendbuchserie handelt. In den USA hätte man dafür sicherlich verklagt werden können und so kam es dann hierzulande immerhin zu der nachträglichen Entschärfung. Und wo wir gerade über zensierte Neuauflagen sprechen, erwähnenswert ist auch, dass es noch eine weitere Folge gibt, für die man eine etwas entschärftere Neuauflage rausgebracht hat. Dabei fiel ein Wort im Schnitt zum Opfer, welches eigentlich gar nicht so schlimm ist. Die Rede ist von Folge 33 und die bedrohte Ranch, eine Episode, in der ohnehin an der Neuauflage ziemlich stark herumgedoktert wurde. Als der leicht reizbare Mr. Baron von einer vermeintlich außerirdischen Invasion im Radio hört, macht er die Kommunisten und Anarchisten dafür verantwortlich und bezeichnet diese als Pack. So zumindest kann man es interpretieren. Durch die kurzen Pausen zwischen jedem einzelnen Wort könnte es aber auch so sein, dass er eben Pack im Allgemeinen meint. Wen auch immer er damit dann meint. Kommunisten, Anarchisten, Pack! So oder so, das Pack wurde jedenfalls rausgeschnitten und das, obwohl in einer anderen Folge ebenfalls von Pack die Rede ist. Wir teilen uns doch kein Grundstück mit diesem Pack! Das bietet natürlich viel Stoff für Spekulationen. Beim finsteren Rivalen und Super Papagei 2004 war es wohl so, dass viele Beschwerden beim Produktionsteam eingegangen sind, woraufhin man sich für diesen Schnitt entschied. Ob sich damals vielleicht der Gregor Gysi über die bedrohte Ranch beschwert hat und dies dann der Grund für den Schnitt war, ja, man weiß es nicht genau. Kommen wir nun aber zu etwas Lustigem, nämlich zu der Kategorie Selbstbeleidigung. Gerade der eben schon angesprochene Tiername Esel wird in der Serie häufiger als Bezeichnung für sich selbst benutzt als für andere, wobei der Idiot als Selbstbezeichnung ganz klar vorne liegt. Aber auch viele abwertende Adjektive wurden von den drei Fragezeichen verwendet, um ihre eigene Dummheit und Kurzsichtigkeit zu beschreiben. In allererster Linie das Wort dämlich und wenn man sich davon mal einen Zusammenschnitt dieser ganzen Szenen anhört, dann wird es schon regelrecht komisch. Aber warum? Mensch, ich Esel. Oh, ich Idiot. Oh, ich Esel. Es fällt mir schwer, es zu sagen, aber ich bin ein Idiot. Ein Vollidiot, ein leichtgläubiger Blödmann. Was sagst du denn, Darius? Belämmert. Och, oh Mann, Peter, wir sind wirklich belämmert. Was? Ich bin ein Idiot. Ja, das stimmt. Ach, ich Idiot. Och, ich Idiot. Was denn? Ich Esel. Hä? Ich Esel. Was ich denn? Esel. Was denn? Wir sind so dämlich. Wieso? Wir Idioten. Was? Würdest du mich bitte davon ausnehmen, Justus? Wir sind so blind. Wir sind ja wirklich die allergrößten Idioten. Ja. Ich verdammter Idiot! Was hast du denn? Wir sind so dämlich. Was ist denn los? Nicht bitte aus dem Spiel, ja? Ich bin nicht dämlich. Was meinst du denn? Ganz ruhig, weil wir Idioten sind. Was? Ja. Wir sind so dämlich. Was? So super dämlich. Also Moment mal. Oh, ich Idiot. Oh, ich Idiot. Ich verdammter Idiot! Ich war ein absoluter Volltrottel! Ach, ich bin so blöd! Hä? Wir sind so dämlich! Ach, wir sind so dermaßen dämlich! So dämlich! Ich Esel! Oh Mann! Ich bin so blöd, weil ich Idiot ja noch unbedingt tanken musste! Wir haben uns selten dämlich angestellt. Wir sind echt selten dämlich! Und ich bin der größte Narr! Kommen wir nun aber wieder zu einem etwas heftigeren Schimpfwort. In der Episode Und der höllische Werwolf hören wir von Bob dann diesen Spruch. Das ist vielleicht eine Schlampe. Und das in Folge 43, in den späten 80er Jahren, noch lange bevor wir das erste Mal sowas wie Arsch oder Schiss gehört haben, in einer Zeit, in der sogar Alfred Hitchcock noch aktiv in der Serie dabei war. Am besten in Szene gesetzt wurde dies von einem lustigen Zusammenschnitt, der mittlerweile schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, die drei Fragezeichen und der multiple Substanzgebrauch von Radio Fruchtpresse, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ohne euch. Komm, Link. Das ist vielleicht eine Schlampe.
Kelly ist das mieseste Stück, das uns je begegnet ist. Wer dabei jedoch das Original nicht kennt, wird dabei schnell einen falschen Eindruck von Bob Andrews bekommen. Das Wort Schlampe meinte er nämlich lediglich im Sinne von schlampig sein. Die Polen unter uns werden das wohl auch durchaus nachvollziehen können, da das Wort Kurwa ja nun auch mehrere Bedeutungen hat. Gerade bei der älteren Generation wurde das Wort noch häufiger im Zusammenhang mit unordentlich sein genutzt. Jedenfalls erinnere ich mich, wie meine Grundschullehrerin auch regelmäßig Mitschüler als Schlampen bezeichnete. Aber damit ist das Thema noch nicht beendet. Tatsächlich kommt das Wort noch in einer weiteren Folge vor und hierbei wird es wohl auch in einem Kontext verwendet, ja, wie es eben auch heute meistens der Fall ist. Die Rede ist von Folge 76 Stimmen aus dem Nichts, in der die bereits verstorbene Metzler ihre Schwester am Telefon als Schlampe bezeichnet. Ich werde warten, bis du das Zeitliche gesegnet hast, du alte Schlampe. Den Satz haben wir durchs Telefon gehört. Ja, und rein der Vollständigkeit halber wollen wir auch das Dreckstück nicht vergessen, sowie der Dreckskerl und die Dreckschleuder. Alles durchaus wichtige Persönlichkeiten bei den drei Detektiven. Sie sind eine Dreckschleuder, Ray. Du Dreckstück. Ach, und dann will er nicht für seine Schulden aufkommen, dieses Dreckstück. Du Dreckskerl! Oh, dieser verdammte Dreckskerl. Du mieses Dreckstück. Ja, Finger weg, ihr Dreckschnüffler. Was bei all diesen verschiedenen Kraftausdrücken auffällt, ist, dass sie besonders oft gegen Ende der Geschichte aufkommen. Und dies natürlich nicht ohne Grund. Wenn die drei Detektive eben zum Schluss die gewieften Pläne eines Übeltäters durchkreuzen, kann dieser schon mal durchaus ordinär werden. Ja, und genau dies ist auch auf eine humorvolle Art und Weise in der Live-Sonderfolge Master of Chess gegen Ende thematisiert worden. Du ekliger, kleiner Fettsack! Ja? Haben Sie da nicht ein wenig nachgeholfen? Halt, Justus! Ich glaube, jetzt musst du auch nicht mehr weitermachen. Er hat gerade gesagt, du ekliger, kleiner Fettsack. Und immer wenn zum Schluss ein Verdächtiger ordinär wird... Wissen wir, er ist der Täter. Stimmt, das ist wahr. Abschließend bleibt nochmal separat anzumerken, dass Folge 117, aus der wir ja nun schon einige Ausschnitte gehört haben, wirklich den Vogel abschießt, wenn es um Schimpfwörter geht. Nicht nur, dass es eine von den beiden Folgen ist mit dem schlimmsten Schimpfwort, es ist außerdem die einzige Episode, in der wir das Wort Arschloch hören. Und das Wort Schisser, Scheiße und Gearscht fehlen in diesem Hörspiel auch nicht. Es ist zwar so, dass auch in heutigen Folgen einige Wörter aufkommen, die man so in den früheren Episoden sicherlich nicht verwendet hätte, jedoch scheint die Hochphase der schlimmen Wörter dann doch bereits vorbei zu sein. Denn einige schlimme Wörter habe ich schon seit vielen Jahren in den neuen Folgen nicht mehr hören können. Naja, und spätestens seit der nachträglichen Überarbeitung von Folge 117 und Super Papagei 2004 sollte auch klar sein, dass wir solche Wörter zumindest wohl nicht noch einmal in der Serie hören werden. So, das war's dann soweit von meiner Seite. Ich würde von euch gerne noch wissen, falls euch noch ein paar Schimpfwörter aufgefallen sein sollte, die ich jetzt hier in dieser Liste vergessen habe. Gerade in den neueren Episoden könnte das durchaus der Fall sein, da ich die natürlich noch nicht so gut kenne wie die ganzen alten Folgen. Ja, und lasst es mich auf jeden Fall wissen, falls einer von euch so eine Neuauflage hat, also so eine zensierte Version, Folge 117 und dem Superpapagei. Das würde mich auch noch brennend interessieren. Damit möchte ich mich dann für heute auch schon wieder verabschieden. Es hat mir wieder unheimlichen Spaß gemacht und ich würde dann noch sagen, schönen Abend und bis zum nächsten Mal.